erst durch so ein Deep End, sonst deine Hochzeit einladen. Warum? Die sind gut. Für das sind sie vielleicht ausreichend. Hä? Für das hier sind sie ausreichend, ja. Also man sollte mit echt genießen. Das will ich auch. Gut. So. Nein. Sie. Get to wait, yeah. Oh. Ja. Ah. Wir bleiben im Mittelalter. Gehen weiter in den Odenwald. Okay. Wer von euch kennt den Odenwald? Odenwald. Wer von euch kommt aus dem Odenwald? Wer von euch kennt Bauern aus dem Odenwald? Also denkt an meine Worte, es könnte eure Nachbarn sein. So. Ich heiße der Bauer aus dem Odenwald. Okay. Olivia, Hornball. Hornball? Der Bauer aus dem Odenwald, der hat eine schöne Frau. Gibt's die Zeitstäbe? Dass seine Dienstmacht schöner war, das wusste er ganz genau. Leben nach, 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 leben nach. Ja, Mann. Ich war so beredet damit. Scheiße. Okay. Oh, it got... No, that it really got something else. Ja, mein Gott, der Mittelmeer zu viel. Und an Dinge gedacht haben, an Dinge, ja. Wen mag gesagt sein, genau das bedeutet unser Name, wer Böses dabei denkt. Ja, ein Schelm, genau zu sein. Wer Böses dabei denkt, wir Flutti-Mann. Und jetzt als nächstes, die Indian Queen. Danke. Ja, ich bin hier. Meine Angst. Wieder was zu tanzen. Honig und Mais.
Und ich habe mich da halt echt drin. Ja, das ist so gut. Aber man lernt was dazu. Ja, nicht nur auf Ex-Lieblingen, sondern genießt. Genau. Gut. Wir haben fürs Leben gelernt. Sieht dir das so grau aus? Ja. Das muss ich halt auch gucken. Aber ich finde mich nicht gut und gerade. Solange ich herumkriege. Entschuldigung. Mahlzeit. Nein, also es geht schon ein bisschen länger und wenn ich jetzt die ganze Zeit so laut singen muss, dann habe ich am Nachher kann ich nicht mehr schlafen. Wenn ihr alle wissen, I can't understand what you speak. I can't understand what you speak. Wir waren alle nach vorne. Echt genial. Ja, ja, dann bist du verwendet. So, when you want the floor? Someone that's married, I was just a little.
eigentlich auch von Guam oder so. Oh, kommt von was machst in meinem Haus, ein Paar? Was machst in meinem Haus? Ich mag dich also kein Walter Eta, Walter Eta. Der Pfaff, der sprach, was ich verricht. Der Pfaff, der sprach, was ich verricht. Dein Frau, die kann die Beine noch nicht. Walter Eta, Walter Eta. Da nahm der Bauer ein Ofenstein, da nahm der Bauer Und wir probieren mit Balzen und Hürde.
zurück. Oh Mann. Okay, noch einmal, okay, jetzt wieder alle. Das ist jetzt fort für Fortgeschrittene. Okay. Oh. Und jetzt dürft ihr tanzen. Noch bei uns bleiben, denn hier gibt es jetzt das Hofnarrenkunststück. Schaut mal an. Yeah. Hier war ein Gunsting, oh, das ist super. Hm? Das ist ja von vorher und ich bin anders. Habt ihr heute schon eine Vorführung von mir gesehen? Nein. Nein. Und weißt du noch, was wir da gemacht haben? Nein. Das ist gut. Du weißt nichts. Schau mal nur auf diesen Holzkopf und du vergisst alles, was du heute gesehen hast. Naja, lass mich. So was will ich auch mal machen. Ja, ich meine, die ganze Nacht, den kann ich ja. Ja, dann bleib ihr hier. Bleib ihr hier. Ja. Und zwar, ich hoffe, dass meine Stimme noch reicht. Könnt ihr mich verstehen? Okay. Wer hat da Nein gesagt? Kind, du hast was an den Ohren. Wer weiß denn, was für eine Figur ich darstelle, was für ein Kostüm ich trage? Genau, ein Und was meinst du? Wie heißt das? Naja, es hat schon noch einen anderen Namen. Jawohl. Heute in eurer Zeit gibt es Clowns. Aber vor den Jahren 800, 900, da gab es keine Clowns. Da gab es Hofnarren und Gaukler. Mit Schnabelschuhen an den Füßen. Rot, grün und gelb waren die Farben der Narren im Mittelalter. Auf dem Kopf die Narrenkappe. Blau war eine Farbe des Adels zum Beispiel. Du bist von Adel, oder? Wie ist denn dein Name? So heiße ich auch. Wie alt bist du denn schon? Genau wie ich. Bist schon verheiratet? Hey, du bist noch bekloppter als ich. Und in der Hand das Narrenzepter, die Marotte. Da hat es seinen Ursprung. Wenn man heute sagt, jemand hat eine Marotte, eine Angewohnheit, kommt ursprünglich hierher. Heute nutzen die Menschen die Marotte so herum. Und laufen so durch die Straße. Ja, servus, bitte. Ja, die sind alle hier. Der ist auch hier. Ja, kannst du mal Hallo sagen? Ja. Ja, genau, der hat schon wieder eine neue. Ne, genau. Ja. Ja, tschüss. Der hat einen schönen Helm, aber der ist ein bisschen weich gearbeitet. Und den würde ich nicht im Turnier tragen. Wollt ihr noch ins Turnier? Das ist auch besser so. Der wird an dem Schwertipp nicht standhalten. Passt auf. Okay. Tschüss.
Bevor wir beginnen, eine wichtige Vorbereitung. Erstmal schön machen. Sieht schon schön aus oder sieht es bekloppt aus? Das ist gut. Ich sage immer, das sieht bekloppt aus, was ich hier mache, bin aber gut bezahlt. Aber das ist eine andere Geschichte. So. Soll ich ein bisschen mal schauen? Nicht erschrecken, ich blase ins Horn, das wird laut. Haltet euch lieber die Ohren zu. Achtung, es wird laut. So, warte. Alle da sind, wir sind da. Sehr gut, du auch? Ja, du. Ist auch schon da. Befehl da. Ha. Haben wir euch gefangen gehalten. Ein Rest der Kette hängt noch in Ohren und Nase, wo ihr angekettet wart. Wir freuen uns, euch in Freiheit zu sehen. Was tragt ihr für ein Glasauge vor dem Schädel, Jüngling? Das gehört ihr. Das kann jeder sagen. Und was macht ihr damit? Film. Bitte was? Film. Könnt ihr das erklären? Der spricht im Fieber. Ist es ein neumodischer... Halt, Moment! Hier, schnell, zwei Plätze frei. Ist das ein neumodisches Schnellzeichengerät? Ja. Aber ich hoffe, ihr könnt nur das Antlitz einfangen oder auch die Seele. So die Seele. Habe ich sowieso zu spät. Aber jetzt pass auf. Dieser Ball ist gebacken, gebaut, geschraubt und gefertigt aus neumodisch Gummi Arabicum. Und ich lasse den Ball prüfen vom schwarzen Gitter vorne links. Über den Helm spreche ich aber gerade erst. Bitte mal den Ball prüfen. Ja, vielen Dank, das war ein Ruhe. Ist er bitte hart oder weich, der Ball? Was sagt? Hart und weich. Hart und weich, dann bist du stark und schwach. Und ist er schwer oder leicht? Schwer und leicht. Beides. Du bist ja bekloppt. Ist das euer, nicht so schnell, ist das euer Leibeigener? Ja, ja, seid ihr mit deinen Diensten zufrieden? Oh, da will ich mal nicht näher nachfragen. Gestern Abend hat sie verstanden. Der darf schon alleine sprechen. Wie lange haben wir am Tag so von der Kette? Stündchen reicht, ne? Sagt mir bitte noch Leibeigener die Farbe des Balles. Überleg mal, das ist nicht leicht. Lass dir Zeit. Ah, was meinst du? Er ist. Nein, der ist blau, der hat sich verkleidet. Du musst auch. Darf ich meinen Vornamen erfahren? Nathan. Ich stelle vor, Nathan, Ball, Ball, Nathan. Nathan, pass auf. Werf den Ball bitte mal dreimal hier zwischen meine Finger. Willst du das tun? Ja. Bist du nervös? Nein. Aber ich. Mit Gefühl. Ja, ja. Nathan, geht es so, das soll ich so machen? So. Nathan, du schaffst das. Bitte. Eins, zwei und drei. Sehr gut. Applaus für Nathan. Das war so gut.